Service Learning ist, wenn ihr im Unterricht die einheimischen Vogelarten behandelt und dann Nistkästen für Meisen baut und diese im ganzen Dorf montiert. Service Learning ist, wenn ihr euch mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt und dann anderen dabei helft, diese zu nutzen, zum Beispiel mit dem Bau von Solarzellen. Service Learning ist, wenn ihr im Werken mit Holz arbeitet und dann Spielzeuge für eine Kindertagesstätte herstellt. In der Schweiz gibt es schon viele Klassen und Schulen, die sich für andere engagieren. So zum Beispiel die 5. und 6. Klasse aus Heimberg im Kanton Bern. Zusammen mit ihrer Lehrerin Moni Schmiedli fanden die Schülerinnen und Schüler heraus, dass die Leute in ihrem Dorf einen Dorfplatz vermissen. Dagegen wollten sie etwas unternehmen. Sie suchten ein geeignetes Stück Land, entwarfen Projektpläne und präsentierten ihre Ideen den Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimberg. Ich habe mir vorgestellt, dass hier ein Kaffee kommt im Stall und hier ein paar Plätze. Er hat gewollt, dass da so mitten drinnen ein Brunnen kommt entstehen und für Kinder hier ein Spielplatz. Für andere etwas tun ist wichtig, weil wir alle aufeinander angewiesen sind. Zudem macht es Spaß, sich freiwillig und gemeinsam für eine nützliche Sache einzusetzen. Mir hat es gefallen, dass wir hier alles können planen und daheim selber backen und alles hier auf die Beine stellen. Eigentlich hat mir am besten gefallen, mit schönen Farben das auszumalen und einfach so ein die eigene Fantasie da anzusetzen. In einem Service-Learning-Projekt könnt ihr euer Engagement sogar mit dem Schulstoff verbinden. Denn Service-Learning heißt nichts anderes als etwas für andere tun, das ist der Service, und dabei den Schulstoff lernen, das ist das Learning. Einfach, aber genial. Oder anders gesagt, einfach genial. Die Schülerinnen und Schüler von Heimberg hatten Erfolg mit ihren Vorschlägen. Heimberg baut einen Dorfplatz. In der Kommission, die den Bau vorbereitete, arbeitete auch eine Schülerin sowie die Lehrerin mit. In Service-Learning-Projekten gebt ihr den Ton an. Damit eure Projekte gelingen, müsst ihr aber gemeinsam einige Faustregeln einhalten. Drei davon stellen wir euch nun anhand von Klassen vor, die schon ein Service-Learning-Projekt gemacht haben. Faustregel 1: Wir machen möglichst viel selber und übernehmen Verantwortung. Das heißt, sucht miteinander das Thema eures Projekts und entwickelt eine Idee, wie ihr euch nützlich machen könnt. Plant anschließend gemeinsam das ganze Projekt. Natürlich unterstützen euch eure Lehrerinnen und Lehrer, aber ihr bestimmt die Richtung und den Weg möglichst selbst. In Herisau, im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, beauftragte der Gemeindepräsident eine Sekundarklasse, Gebäude, Räume und Plätze im Dorf zu finden, die man anders nutzen könnte. Dazu sollten die Klasse von Marc Rieklin und Regula Immler dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten. Eine Gruppe spürte zum Beispiel ein Haus auf, das von außen aussieht wie in den Boden versenkt. Innen aber verbirgt sich ein großes Wasserreservoir für eine Textilfabrik. Von außen sieht es so aus, als wäre es so 100 Jahre alt oder so. Aber von innen ist es schon schön. Also ich finde es spannend, dass da so viel Wasser drin hat, weil das Haus ist noch recht klein. Und innen dran sieht es noch recht gross aus mit dem Wasser. Eine andere Gruppe stieß auf einen historischen Brunnen und schlug vor, diesen als erfrischendes Bistro an heißen Tagen zu nutzen. Die Gruppen setzten die Vorschläge jeweils szenisch um, fotografierten und dokumentierten sie, stellten sie einander vor und übergaben sie schließlich dem Gemeinderat. Wir hoffen natürlich fest, dass wir aus diesen Projekten jetzt etwas machen können. Das heisst, da, wo die Jugendlichen jetzt als Idee haben, dass sie das einbringen, dass wir sehen, oh, da ist ja etwas, was wir auch noch brauchen können oder was wir vielleicht bis jetzt noch gar nicht genutzt haben, wo wir miteinander mal etwas entwickeln können und dann zusammen schauen, was geht da für unser Dorf her.
Möglichst alles selber machen bedeutet, ihr könnt eigene Ideen einbringen und das Projekt nach euren Vorstellungen gestalten. Das bedeutet aber auch, dass ihr Verantwortung übernehmen und selbstständig arbeiten müsst. Faustregel 2: Wir lernen den Schulstoff anhand des Projekts. Service-Learning-Projekte sind immer Teil des Unterrichts. Ihr lernt den Schulstoff direkt anhand eures Projektthemas. Wie zum Beispiel die 3. Sekundarklasse aus Trogen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Schülerinnen und Schüler von Urspreu wollten sich für die Natur engagieren. Das ist ein Eintagsfliege. Im Unterricht setzten sie sich in Gruppen mit verschiedenen Lebensräumen von Pflanzen und Tieren auseinander. Jede Gruppe erforschte einen anderen Lebensraum, zum Beispiel den Weiher, den Bach, den Waldrand. Mich interessiert es einfach. Also ich weiß schon, was ein Teich ist. Aber wenn man denkt, ja, wir schauen halt noch mehr Sachen, zum Beispiel, was für Tiere es drin hat oder welche Pflanzen es in der Umgebung hat. Und auch Tümpel, zum Beispiel, ja, ich nicht gewusst, dass es nicht im Tümpel so Bergmilch und so hat. Aber wie drucken wir das Farbig aus? Mit den gesammelten Informationen und Pflanzen gestalteten die Schülerinnen und Schüler Plakate. Bei einem Service-Learning-Projekt geht es also nicht nur darum, sich für andere oder für eine gute Sache einzusetzen. Vielmehr gibt euch Service-Learning die Gelegenheit, auf spannende Art und Weise den Schulstoff zu lernen. Die Sekundarschülerinnen und Schüler aus Trogen entschieden sich, eine Trockensteinmauer zu bauen. Denn es gibt immer weniger solcher Mauern, weshalb viele Pflanzen und Tiere ihren Lebensraum verlieren. Faustregel 3: Wir arbeiten mit anderen außerhalb des Schulhauses zusammen. Mit eurem Projekt geht ihr, wenn möglich, aus dem Schulhaus heraus. Ihr sucht Leute von außen, die mitmachen und euch bei der Umsetzung helfen. Die 2. Sekundarklasse aus Maltas im Kanton Luzern wollte ebenfalls für andere etwas tun. Die Schülerinnen und Schüler sammelten zahlreiche Ideen, wie sie sich engagieren könnten. Eine davon war, an der kleinen Emme, dem Dorffluss, einen Picknickplatz für die Bevölkerung zu bauen. Das packte die Klasse an. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten, was zu einem Picknickplatz gehört. Es ist immer mal so geplant und denkt, ja, was braucht man alles für eine Feuerstelle? Bänke und Tisch und eben Höcker und Feuer. Also ja, Grill und so. Und eben, wenn wir dann vielleicht fertig sind, machen wir eine Einweihungsfeier. Ja. Sicher schon, gell? Ziemlich bald realisierten die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich viel vorgenommen hatten. Sie benötigten nicht nur Material, sondern auch Fachwissen und Geldspenden. So suchten sie Leute, die mit ihnen das Projekt machen wollten. Viele Leute, die sie anfragten, waren spontan bereit, in irgendeiner Form mitzuhelfen. Um das Projekt umzusetzen, bildete die Klasse Gruppen. Jede Gruppe war für einen Teil des Projekts zuständig und wählte selber einen Gruppenleiter oder eine Gruppenleiterin. Ich habe vor allem gelernt, einfach, dass man so als Gruppenleitende viel muss schauen, dass alle Leute da sind, dass alles Material da ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass man an so viele Sachen muss denken. Es ist einfach nicht so einfach. Und dass man da professionelle Hilfe bekommt, ist auch nicht selbstverständlich, dass die dann an dem und dem Tag Zeit haben und einfach alles so Sachen. Wenn ihr mit eurem Service-Learning-Projekt das Schulzimmer verlässt, begegnet ihr anderen Welten und anderen Leuten. Ihr lernt sie und euch selber von einer neuen Seite kennen. Aber auch die Leute entdecken eure unbekannten Seiten. Sie sehen, was ihr alles leistet und wozu ihr fähig seid. Es kommt ja nicht darauf an, ob es schwierige Sachen sind. Wir können es auch ganz einfach machen. Aber es ist gleich etwas ziemlich Grosses entstanden. Und was meinen andere Schülerinnen und Schüler, die schon Service-Learning-Projekte gemacht haben?
Ein Schüler fand zum Beispiel, wir konnten viel ausprobieren und unsere Ideen verwirklichen. Eine Schülerin sagte, in der Schule ist es fun, aber mit Service Learning habe ich mich wie eine Erwachsene gefühlt. Und schließlich der Rat eines Schülers, man sollte an Dinge glauben, von denen man nie denken würde, dass sie machbar sind.